Könnte ein bisschen unlogisch werden, aber egal. Das ist nur Realität. Punkt sind wir hinaus. Ich hab da eine Möglichkeit. Ich habe ein bisschen rumgestrichen im Abenteuer, habe ein paar Sachen möglich gemacht. Habe ein paar Sachen gestrichen, die jetzt durch sind Sachen jetzt möglich. So, okay, ihr seid mit dem Boot unterwegs. Da mache ich mal ein bisschen, mach mal die schottische Musik hier ein bisschen aus. Ich hoffe, es ist ein Dudelsack. Ich hoffe, Meeresrauschen. Besser. Schönes Meeresrauschen. Ihr seid auf dem Meer unterwegs mit dem, mit eurem, auf eurem Boot. Sind wir nicht gerade angekommen? Nee, seid ihr nicht. Ihr seid unterwegs. Es ist ein Speedboot, das braucht nicht so lange, aber ihr seid eine Weile unterwegs. Ihr müsst erstmal eine Weile schippern. Das dauert eine Weile. Jetzt auf eine Yacht. Ihr fahrt natürlich auch straight nach Kiel. Ihr fahrt nach Kiel. Immer generell. Hat sich der Captain so gedacht, das war das Ziel, das ist der nächste größte Hafen. Ihr seht in der Entfernung langsam den Hafen näher kommen. Dann würde ich mal sagen, würfel jetzt mal alle mal auf Wahrnehmung. Oder auf, wenn das nicht habt, auf, ich glaube, Wissen war's. Wissenswert. Easy. Wollen wir alle auf Wissen würfeln? Alle mal würfeln. Ob ihr es wahrnehmen könnt. Wahrnehmen oder wer es nicht hat, dann auch Wissen. Hab's geschafft. Ja, hab's auch easy. Das Rauschen ist jetzt nicht zu nervig. Naja, wird schon gehen. Jetzt auch ein bisschen leiser machen. Ihr habt eine Wahrnehmung geschafft. Ist auch nicht schwer zu sehen. Ich bringe mich mal auf die Karte. Ihr seht, dass etwas ein bisschen merkwürdig ist. Kiel sieht nicht so aus, wie es aussehen sollte. Umdrehen, Ketten, umdrehen. Es fängt schon wieder an. Hä, was ist jetzt los? Er haut erst direkt ab, genau. Ihr seht, dass die Stadt ein wenig in Trümmern ist. Jetzt war nur Godzilla. Die Stadt sieht bis auf die Trümmern zerstört aus. Es brennt auch hier ab und zu ein Feuer und so. Ihr legt da gerade am Hafen an und seht am Hafen, dass da es liegen wenig andere Schiffe an. Es liegen Schiffe im Hafen, die zerstört sind. Und ihr legt am Hafen an und ihr seht, dass da. Ihr werdet am Hafen sofort von Soldaten begrüßt. Sekunde, ich kann mich mal gerade einblenden, weil ich ein paar NPCs führe. Ihr werdet von ein paar Soldaten begrüßt, die britische Soldaten, kommt euch bekannt vor, die tragen ziemlich alte Klamotten, wer ein bisschen aus Geschichte aufgepasst hat, könnte sagen, das sind Zweite Weltkriegsgeschichten. Nein, es sind britische Soldaten. Ihr seht ein paar altertümliche Schusswaffen vor euren Gesichtern, die euch unhöflich darauf auffordern, von der Yacht runterzutreten. Adolf, bist du's? Das ist Adolf. Willst du das gerade laut sagen, oder?
Nein, das will ich nicht. Was ist das denn? Das will ich denken. Bist du hier vor Ort erschossen werden, oder? Und ich denke, wir fügen uns, weil wir haben keine Schusswaffen. Doch. Doch, ihr habt Schusswaffen dabei. Styx hat immer noch einen Revolver. Was wollt ihr machen? Ihr seid bewaffnet. Wichtiger, einen Speer. Und du hast auch Waffen. Wollt ihr euch wehren? Revolver sieht man nicht, aber den Speer sieht man. Gegen was wehren? Gegen die Soldaten, die ich gerade versuchen festzunehmen. Erstmal bedrohen sie uns nur. Wie viele Soldaten sind das? Styx stellt sich... Eine Menge. Was heißt eine Menge? Also du bist so mehr als ihr. Ich will nichts sagen. Also gerade so... 200 Schuss. 10. Sind das mehr als 200 Leute? Also gerade hier am Steg sind... gerade hier am Steg siehst du vielleicht 40, 50 Stück. Gut genug. Das kriege ich hin. Wollen wir es tun? Wollt das tun? Ich glaube, das kriege ich hin. Sagt jetzt. Okay, dann werfe ich dich auf den Boden. Ich bin dagegen, dass sie erschießen. Aber Styx legt sie auch auf den Boden und geht nicht von Bord dieses Schiffs, wenn Wozniak jetzt anfängt, hier Leute abzuknallen. Okay, dann, wenn ihr kämpfen wollt, dann auf geht's. Würfel auf deine... Ich würde anmerken, außer Rat des Spiels möchte ich anmerken, ich bin dagegen, dass wir kämpfen. Ich eigentlich auch. Dann versuch deinen Teamkameraden zu überzeugen. Nein. Nur außerhalb des Spiels. In Character tun wir das jetzt. Ja, nee, okay, dann Würfel. In Character ist Styx das egal, wenn dieser große Typ anfängt, Leute abzuknallen. Ist das innerhalb seiner... Also ihr habt jetzt... ...einer Sphäre der Expertise. Ich verkürze das Ganze mal. Ihr habt vor euch mindestens 10 Gewehrläufe auf euer Gesicht gerichtet jeweils. Entscheidet euch jetzt, was ihr tun wollt. Sagt jetzt, was ihr tun wollt. Styx, sprich erstmal. Ich gehe jetzt Rampage und schieß alle ab. So. Okay, dann Würfel auf. Du kannst dich nicht hinlegen. Du kannst gerne stehen bleiben. Styx möchte sich hinlegen. Auf den Boden schmeißen. Du kannst dich hinlegen, weil dir eine Waffe an den Kopf gehalten wird. Wir sind auf einem Boot! Wir kennen uns aus dem Boot. Die sind sehr schnell aufs Boot gestiegen. Ihr habt 10 von den Soldaten an Bord. Okay. Ihr habt angelegt. Ich schieß alle ab. Ich hab 96 auf Maschinengewehr. Was willst du? Würfel auf deinen Angriff. Ich hab 6. Würfel auf deinen Angriff. Alle ruhig. Würfel auf deinen Angriff. Wie oft? Darf ich jetzt? Ich hab deinen Charakterbogen gerade nicht vorgefahren, aber Würfel auf deinen Angriff. Ob du es erstmal schaffst, überhaupt zu ist, dann. Es geht hier. Immer auf deinen Skill würfeln. Ob du in der Lage bist zu schießen. Ich hab 96. Ja, hab's geschafft. Hast du geschafft, okay, du schießt um dich. Dann würfel deinen Schaden aus, den du auf deine Waffe hast. 96. Dann würfel deinen Schaden aus. Was ist das? Leute, beruhigt euch. 8W10, okay. Ich bin gut an nach der Pause. Ja. Wenn wir deinen Schaden auswürfeln, nice. Ja, 42. Wie viel Schuss willst du verschwenden? Alle. Ich will alle abschießen. Ich habe haben wir limitiert. Ich habe 2 Trommelmagazine, eins davon ist drauf und eins davon habe ich an meiner Seitentasche. Habe ich in meiner Tasche. Und ein Trommelgewehr hat 100 Schuss. So. Ja, okay. Balancing. Alles der Balancing. Du erschießt erstmal die Leute, die an Bord stehen und die ein paar Soldaten, die an Land stehen. Du siehst, wie aus der Ferne. Haben alle Angst.
Du siehst, wie aus der Ferne ein paar Soldaten nachkommen. Ich nehme in der Zeit, in der die so, wie heißt es, gelähmt sind von meinem Rampage, nehme ich mir schon mal die Munition von den anderen, von den Soldaten, die auf dem Deck liegen, und hab dadurch noch mehr Magazine. Okay, du hörst aus der Ferne Schüsse, du darfst eigentlich nicht ausweichen. Ich habe immer noch eine Kevlar-Weste, die macht 75% des Schadens weg. Natürlich. Die hast du mir gegeben? Natürlich. Die hast du mir gegeben und da kannst du nichts gegen sagen. Whatever. Du hörst Schuss, dein Feuer wird erwidert. Okay. Du hörst Schuss, du kannst mal. Willst du deinen Charakter jetzt schon töten oder? Warum soll ich es töten? Hat eine sehr hohe Chance, das zu überleben. Ich brauche keine 3 Sekunden, um meine Waffe nachzuladen, okay? In echt. Der Typ, den ich da spiele, der kann das noch besser. Die treffen. Von dem her. Ich stehe doch nicht offen rum. Ich habe mich schon hier. Also es gibt doch eine Reling. Ich habe mich schon dahinter gestellt, dass man mich nicht direkt trifft. Also ich bin ja nicht dumm. Ich weiß schon, wie man kämpft. Etwas, das wir gesagt haben. Dich treffen einige Schüsse. Ein bisschen was kann davon, ich kürze das mal ab, ohne das auszuwürfeln. Ein bisschen was schützt dich deine Weste davon, aber dich streift der ein oder andere Schuss. Ja, das ist okay. Das halte ich aus. Bis das Feuer erwidern. Ja, klar. Soll ich nochmal? Die Leute, die laden nach, kannst gerne. Ja, bin ich voll dabei. Kannst gerne noch Munition verschwenden. Ich möchte kurz anmerken, die brauchen auch eigentlich, glaube ich, eine Weile zum Nachladen, wenn sie mit Kriegswaffen schießen. Ich brauche nicht so lange. Das ist auch korrekt. Auf geht's. Du bist ein Gott für die. Was, wenn ich dir sage, dass ich das genau geschafft habe? Ich hab das geschafft. Ja. Du schießt ein paar Leute, aber du siehst für jeden Soldaten, den du erschießt, kommen Soldaten nach. Es ist hier. Von wo wollen die kommen? Vom Inneren, vom Hafen. Das ist du. Ich kürze es mal ab. Du kannst jetzt hier entweder das britische Militär bekämpfen als Einzelperson oder. Okay, eine Frage. Haben die Leute, die an Bord waren, Granaten? Ich kann nämlich werfen. Das ist die Bretagne 2.0. Du könntest jetzt hier den D-Day in Köln leisten, oder? Oder du. Ich glaube. Du hörst dann irgendwann mal auf. Ich nehme mir ein paar Granaten und werf die einfach weg. Ich werf die einfach in die Richtung. Nee, das Problem ist, ich muss die gar nicht treffen, weil allein die Explosion, dass sie da ist, müsste die eigentlich einschüchtern, weil ich alleine bin. Es sprengt ein paar Leute weg, aber die greifen dich wieder an. Die können mich nicht. Wenn sie gewollt. Das sind keine normalen Soldaten. Das ist wieder in dem absurden Teil der Geschichte gelandet. Die tun, was Menschen nicht tun. Okay, dadurch, dass meine Waffe jetzt leer ist, nehme ich eine Waffe von den Toten und nehme die ganzen Magazine mit, weil ich weiß, das funktioniert nicht mit meiner Waffe, ich bin nicht dumm. Und deswegen schieße ich jetzt mit deren Waffen weiter. Wie soll ich es kurz sagen? Es scheinen auch immer Leute nachzukommen. Ihr ballert euch da gegenseitig nach. Der hat die Diamantspitzhacke. Ihr leistet sich, irgendwann geht dir deine Munition aus. Ja, ich habe auf dem Deck sind 3 Soldaten gewesen, die alle volle Munition sind. 10! Ja, ihr schießt euch. Mindestens ein Magazin. Es dauert eine Stunde. Jeder Soldat hat 3 Magazine: 1 an der Waffe und 2 nochmal extra. Also, ja. Ich kürze es mal ab. Ihr schießt dort eine Stunde lang. Irgendwann geht's. Styx erschießt niemanden. Styx ausnahmsweise aber nicht gewalttätig. Mit Soldaten muss ich mich nicht anlegen, vor allem nicht in World War 2. Ja. Du wirst müde damit. Und ich glaube, ich bin taub, weil ich keinen Ohrenschutz oder sonst nichts habe in einem Gefecht. Du wirst langsam müde vom Schießen und. Du machst kurz, ihr werdet in Gewahrsam genommen und.
und abgeführt. Warum werde ich nicht erschossen? Ich habe gerade keine Ahnung, wie viele hundert von denen gekillt. Die würden euch. Ich werde nicht erschossen. Die würden euch lebendig haben. Vielleicht gehen die davon aus, wegen deinem Namen, den sie dann erfassen, dass du keiner von denen vom Feind bist. Vielleicht kann man dich anheuern. Das, das stimmt, das wäre gut. Das ist John Rambo. Okay. Ja, ich werde gefasst, weil ich bin müde, weil ich habe ein paar hundert Leute gekillt. Das ist, macht tatsächlich Sinn. Schießen ist anstrengend. Ja. Du hast gemerkt, dass es nichts mehr bringt. Schokolade klauen sollen. Gut, ihr werdet... Ihr werdet abgefrachtet und werdet ins nächste Gefängnis gebracht der Stadt und findet okay. euch ihr findet euch in einer Gefängniszelle wieder. Lass mich raten, das ist eine vierte Person. Willst du dich mal umgucken? Ja, ich gucke mich um. Würfel auf Aufmerksamkeit, Wahrnehmung. Auf Wahrnehmung erleichtert. Darf ich in der auch? Zelle ist das nicht. Ich bin auch anwesend. Kannst du würfeln. Stück möchte sich nicht umgucken. Stück sitzt einfach nur beleidigt da. Um wie viel erleichtert? Ich guck mich um. Ich bin gut darin. Ich gucke mich auch um. Ich bin gerade so gut genug darin. Okay. Ihr findet in der es ist eine ziemlich schäbige Zelle. Und ihr findet in der dunklen Ecke liegt eine Person, die ihr schon kennt. Ein gewisser Schotte liegt dort in der. Wie bin ich in eine deutsche Zelle gekommen, die von britischen Soldaten geführt wird? Wie? Ja, wie? Ich sag das auch oft. Ich fragte ihn mal. Ich bin einfach wie? Ja, du weißt es auch nicht mehr ganz, du bist irgendwie ohnmächtig hier aufgewacht. Du bist da, Viel wichtiger ist die Frage, warum wir plötzlich in den Abgründen des Zweiten Weltkriegs gelandet sind. Das geht hier vielleicht dann aus daraus. Ist er zufällig mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und dann ohnmächtig geworden? Vielleicht liegt's daran. Also ich glaube, die wichtigste, wie viel habe ich umgebracht? Ich glaube, die Antwort ist recht für lebenslänglich. Auf Deutschland verschiebt sich erst noch ein paar Wochen. Yep. Gut, ich sitzt dort in einem. Es ist weniger eine Gefängniszelle als ein Loch. Frage: Was haben wir alles noch bei uns? Nichts, das wurde euch unterwegs abgenommen. Ihr seid gut, ziemlich. Bis auf eure Kleidung seid ihr nackt. Welche Teile meiner Kleidung habe ich alle noch dabei? Man hat dir alles abgenommen, was nicht Stoff war. Was hat er noch? Hemd und Schlipper hast du an. Die Frage. Hemd also habe ich noch meine Robe an, wundervoll. Weil sehr viel mehr hat Strix nicht an, außer dieser Robe. Und Schuhe. Harold hat ein Unterhemd und eine Schlipper an. Er hat alles ausgezogen. Nein, nicht mehr. Ihr seid komplett. Ich hatte man alles, was irgendwie. Bis auf der. Die Robe hat. Bestwix hat man die Robe, die hat man angelassen. Weil, als man versucht hat, sie auszuziehen, da ist der Nackt drunter. Lass mal an. Bei diesen Soldaten noch kein Wort gesprochen. Sie werden noch bekehrt werden, aber dieser Moment ist nicht jetzt und nicht heute. Gut, ihr befindet euch zu viert dort in dieser Zelle. Was wollt ihr tun? Ich bin noch ohnmächtig, wie du es beschrieben hast. Also bin ich ohnmächtig. Was macht. Stück schaut ihn jetzt runter. Was macht der eigentlich hier? Ja. Warum ist der auch hier? Vielleicht wollte Jesus, dass er hier ist. Unwahrscheinlich. Ich könnte ihn mal ansprechen. Oh, er schläft doch. Ich stelle mir vor, dieser wahnsinnige Professor hat damit etwas zu tun. Ich wünsche mir, dass er endlich verreckt. Und im Fluss Styx untergeht.
So, was tut ihr? Wollt ihr die Zeit absitzen oder? Irgendwas finde. Ich setze dich im Gefängnis, Inke, wollt ihr absitzen. Ihr findet eine Steinpritsche, ist eher ein Kerker als eine Zelle, wo man euch eingesperrt hat. Ihr habt graue Wände, ihr habt Steinwände, ihr habt 4 Pritschen dort, die aber notdürftig ersetzt eingebaut wurden. Kann ich versuchen, Tür, oder was ist für eine Tür? Es ist eine solide Stahltür. Stahltür? Darf ich die einbrechen? Gab's damals schon. Es ist jetzt keine moderne, aber es ist eine. Warum ist sie eine Metalltür? Irgendeinem Loch drin. Warum ist da eine Metalltür? Darf ich die einbrechen? Ja, ich glaube, Loch war nur die umgangssprachliche Beschreibung für sehr abgeranzte Zelle. Ich verstehe, okay. Vielleicht haben es die Nazis damals eingebaut. Darf ich die Tür oder die Wand einbrechen, je nachdem, was schwächer ist? Kannst du versuchen? Stimmt, haben wir in einer Wand Fenster oder ähnliches? Ich habe auf Einbrechen 72. Die Zelle ist ziemlich dunkel. Ihr habt in der Tür gibt es eine kleine Aussparung, durch die ein leichtes Licht rausfällt. Reinfällt. Ich habe dafür eine Map erstellt, ich kann die Map ziehen. Sind da tatsächlich Fenster drin wie in dem Bild oder sind da keine Fenster drin? Ich hoffe, ihr könnt nicht alles sehen. Was könnt ihr sehen? Ich glaube, das kleine. Einen rechteckigen Raum mit. Ja, das beschreibt so ziemlich. Ihr habt da so ein bisschen den kleinen Raum dort. Im Stream sieht man jetzt alles nicht, in den Stream gucken. Vielleicht kann ich ranzoomen ein bisschen. Also wird auch im Stream nix. Das Stream ist gespoilert. Was sind diese weißen Wolken? Ihr habt da so ein bisschen Staub, Schutz, ein bisschen liegt dort. Ihr habt 2 Pritschen, die da ein bisschen. Ihr habt einen Eimer dort stehen, in dem ist schon ein bisschen. Schwimmt schon ein bisschen was rum. Darf ich jetzt die Tür einbrechen? Stimmt, wo ich jetzt auf der Karte sehe, auf der Map sehe, ihr habt ein Gitterfenster, was so ein bisschen was da. Was nach außen führt. Wozniak? Es ist dunkel draußen. Ja. Bitte entferne die Tür. Okay. Und eine Tür, die nach innen geht. Die Wand hier. Ich sehe nicht, wo du hintippst, aber. Antike Wand. Okay, dann nehme ich die Wand und mache sie kaputt. Hab's geschafft. Ich packe mir in die Kleidung, die ich ausgezogen habe, so viel Staub wie möglich. Man weiß nie, wofür man ihn braucht. Welches? Ich habe es geschafft, auch wenn Staub. es erschwert wäre. Gegen welche Wand bist du gelaufen? Will ich nochmal wissen. Die Außenwand. Weiß ich nicht, die mir gezeigt wurde. Ich bin einfach gegen die Wand gelaufen. Ich habe nicht gesehen, welche Wand gezeigt wurde. Das habe ich nicht. Welche Wand? Die mit den kleinen Fensterchen. Ah. Okay, willst du durchbrechen? Die hier. Ja. Okay, das schaffst du. Die Wand ist schon ein bisschen brüchig. Du schaffst die einzubrechen und du hast ein Loch dort reingemacht. Du siehst, du musst aufpassen, du nicht hinunterfällst, weil ihr seid, du bist so ungefähr im dritten Stock. Du bist im dritten Stock. Ja, das hat ja bestimmt einiges an Geräuschen gemacht, ne? Scheiße. Du siehst auch unten im. Das geht zum Außenhof, du siehst auch, du hörst auch so ein bisschen, du hast einen Alarm und das hat Leute alarmiert. Zwergi, zählt meine Bergsteigausrüstung als Kleidung oder nicht? Ne, die wurde dir abgenommen. Schade. Hosen, Hemden. Du trägst keine Kleidung. Modi, du trägst kleine Kleidung, du trägst nur Schlüpper. Du hast gerade gesagt, du nächstes Mal Schlüpper, du hast gesagt, du bist nackt. Ja, aber wir haben die Kleidung trotzdem bei uns. Also sind wir jetzt alle nackt cool. Oder wir da was? Plötzlich verpufft. Cool. Also sind wir jetzt alle nackt oder wir da was? Ihr habt ein Hemdchen an, ihr wurdet. Ja, und das ist mehr als genug. Wir besitzen Kleidung und wir sind im Stock. Wir sind 4 Personen. Let's go. Eine davon ist absurd groß. Versucht, was ihr wollt.
Was macht ihr? Sag mal, Jungs, wo sind wir denn hier? Und ja, wo herzlich sind wir willkommen hier? Im Zweiten Weltkrieg. Was? Wie Zweiter Weltkrieg? Wir haben uns vor einiger Zeit ein langes Feuergefecht mit Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg im wunderschönen Kiel geliefert. War ich? Wie jetzt Kiel? Ich weiß es auch nicht. Wir sind mit unserem Boot angekommen. Yacht, entschuldige Harold. Yacht. Und eine sehr schöne Yacht, möchte ich sagen. Nicht ganz meine Farbe, aber eine sehr schöne Yacht. Und wurden dann von Soldaten, britischen Soldaten des Zweiten Weltkriegs in einem vollkommen zerstörten Kiel begrüßt, haben uns Wozniak hat sich ein Feuergefecht mit ihnen geliefert. Und dabei die britische Armee drastisch reduziert. Ich glaube, es gibt hier in diesem Gebäude 3 Soldaten. Nicht ganz, aber fast. Und nun... alle verfügbaren Soldaten sind hier im Gefängnis. Dann irgendwann wurden wir niedergerungen und aus Gründen, die mir noch unersichtlich sind, nicht sofort standesrichtlich in einem Graben erschossen und in den Fluss Styx geworfen, sondern befinden uns nun Plus hier. Armor. Und aber na gut, seien wir mal ehrlich, der Mann hat gerade das halbe Militär dezimiert. Natürlich wollen die ihn wahrscheinlich haben. Und genießen hier die Existenz ohne vernünftige Dinge. Man hat mir meine Goldkette weggenommen. Man hat mir mein Buch weggenommen. Ich sitze hier nur noch in meiner Robe. Bedauerlich, aber wieso bin ich jetzt in Deutschland und im Zweiten Weltkrieg? Das weiß ich auch nicht, aber du bist hier mit uns. Dir eine Hand auf aus dem welchen Grund so? Wir hinterfragen das nicht mehr. Ja, das passiert uns seit einigen Wochen. Wie jetzt? Das Jahren. Häufiger. Waren es ja scheinbar. Jahre sogar. Ihr erzählt ihm eure Geschichte. Kürzen wir das mal ab. Ihr erzählt ihm die Geschichte von Teil 1 und 2. Und woher kommt das Loch in der Wand? Das hat Wozniak ja gerade gemacht, weil ich ihn darum gebeten habe. Wozniak ist sehr stark. Die Kinnlade einbrechen. Die Kinnlade fällt gerade auf den Boden. Erstmal aus einem magischen Mausoleum mit bloß Muskelkraft ausgebrochen. Ich weiß noch nicht, wie er das gemacht hat. Wie gesagt, Wozniak ist dumm, aber kann das, was er will. Ich brauche Alkohol. Ich brauche ganz dringend sehr viel Alkohol. Erfahrungsgemäß werden wir jetzt erst sehr viel töten, sehr viel looten und dann sehr viel trinken. Oder Pilze. So was tut ihr. Ich bin immer für Droh. Ihr habt Erfahrung damit? Okay. Ich würde mal probieren, an der Zellenwand zu klettern und dann, wenn ich es schaffe, außen rauszuklettern. Ich kann dich hochheben. Ich bin 2 Meter groß. Ja, aber ich will potenziell nach unten klettern. Ich kann dich auch nach unten halten. Meine Arme sind immer noch über einen Meter. Klar. Ja, ich würde, wenn ich in der Zellenwand probiere zu klettern, einfach runterfallen. Das ist auch sehr rutschig. Es hat wohl in letzter Zeit geregnet. Was für ein Boden wäre denn unten an den 3 Stockwerken? Stein. Ist alles auch Stein hier. Welcher Stein? Granit. Oh Gott! Soll ich den Boden einbrechen? Du landest ziemlich. Als du abrutscht und herunterfällst, fällst du ziemlich hart. Du darfst mal. Ich warte, fall du kriegst. In der Zelle runter, nicht außen. Ist trotzdem. Ach, außen. Die Zelle ist auch Stein. Also, ich dachte, du willst an der Wand runterklettern. Hast du gesagt? Ja, ich habe gesagt, ich probiere in der Zelle, ob ich mich an der Wand halten kann. Und wenn ich mich halten kann, okay, du fällst runter. Du fällst trotzdem auf Stein. Du fällst mit dem Kopf auf Stein. Du kriegst. Bist du dumm? Was? Wie fall ich denn? Du kannst dir einen Schaden abziehen. Du kriegst einen. Was? Du bist sehr unsauber auf Schaden gefallen. Das ist eine Beule. Wie? Ich bin vielleicht vielleicht aus dem Meter. Mit dem Kopf auf Stein gefallen, das tut weh. Das ist schon sehr doll, aua. Ja, aber kannst froh sein, dass nur ein Schaden ist. Dass es kein bleibender Schaden bleibt. Du bist so ausgerutscht, dass du einen halben Salto gemacht hast, aber halt nur einen halben. Schaden. Wozniak hat jetzt einen Schaden. Und du wärst hinterher.
Er versteht plötzlich Quantenphysik. Soll ich den Boden einbrechen? Nein. Nein. Okay. Mal zur Erinnerung, ihr habt doch eine Tür. Was war, das ja, sind aber wir werden die Tür nicht nutzen. Warte mal, das sind 3 Meter, nicht? Wir können uns an die Kante dranhängen, dann sind es nur noch 2 Stockwerke, nicht 3 Meter. Okay, 3 Stockwerke. Weil Stockwerke sind so mehr so... 6. 7,50 Meter. 7,50 Meter, danke. Ja. Ich fange auf jeden Fall an, die Kleidung, die wir zumindest in der Zelle irgendwo liegen haben, je nachdem wer was ausgezogen hat, an sich zusammen zu knoten, bis wir so 7 Meter Seil haben. Die interessante Stücks Frage... gibt deren Robe nicht her. Wollte ich gerade fragen, ist die interessante Frage, gibt Stücks die Robe her? Das ist, oder? Stücks gibt die Robe nicht her. Du, aber du trägst Unterwäsche, oder? Möchtest du nachschauen? Nein. Reicht das auch ohne die Robe, um nach unten zu kommen? Musst du mir sagen. Also wir haben recht. Potenziell... Also es hängt noch ein bisschen über dem Boden, also Stücks Robe wäre nötig gewesen, um wirklich sicher runterzukommen, aber es ist ein bisschen Restgefahr ist noch da, also ein Stockwerk habt dann. Das kannst du ja abfangen. Also ein Stockwerk habt ihr noch unter, es ist also ein bisschen unsicher ist noch, aber das, also es könnte reichen. Habe ich eigentlich noch mein Funkgerät im Ohr? Ich hab ein bisschen. Wurde dir rausgenommen. Dann festigen wir das wahrscheinlich an einem von den Betten. An mir. Und dann klettern wir an dem Seil runter. Oder was denn? Wie wäre es, wenn der fast ein Stockwerk groß ist, als erstes klettert? Damit sinnvolle. Und sicher runterholt. Was denn der Kälterseil, ne? Was denn der Kälterseil in der Hand, während ihr daran runterklettert? Ja, wie soll ich da runterkommen? Nee, springen. Das Seil binden wir schon an eins von den Betten. Das wird gerade hinschieben. Das müsste ja eigentlich gehen. Ihr also könnt's, ich weiß nicht, wie groß das Loch ist, aber eigentlich, wenn man das Bett quer stellt, kann man das ja einfach so dagegen pressen, dass es nicht runterfällt. Genau. Ja. Dann lassen wir Wozniak als erstes klettern, damit wir dann unten jemanden haben, der die kleineren Leute nehmen kann. Gute Idee. Denn Wozniak ist ein Stockwerk groß. Dann Wozniak, würfel mal auf Klettern. Wozniak ist 2,5 Meter. Habe nichts mehr klettern, ich habe Handeln 12. Dann würfel auf Handeln. Gott, der fliegt so aus seinem Fressbrett. Hast du es geschafft? Nein. Ich hab 12, nicht 29. Die Wand ist, wie schon beschrieben, sehr, sehr rutschig. Aber du müsstest nicht erleichtert sein? Wir haben doch ein Seil. Ja. Ja, ist trotzdem irgendwie, du rutscht aus, du hast verkackt. Du fällst ein bisschen unsanft. Du kriegst den Schaden. Du fällst ziemlich unsanft auf den Boden auf. Das ist ja mehr, als ich die Daten bekommen habe. Du fällst ziemlich unsanft auf den Boden. Frage, hat er noch seine Kevlar-Weste? Nein, die wurde ihm abgenommen. Definitiv. Fuck! Wollen wir das Bett runter? Okay, Wozniak ist auf jeden Fall, Wozniak ist das unten. Geht es ein bisschen schlecht, aber es ist hart gefallen, aber er ist unten. Ich halte das aus, es tut halt weh, aber ich halte es aus. Ach komm, ja. ich kletter als nächstes. Ich kann es zwar nicht und ich habe Handeln 11, aber let's go. Handel 11, Handeln 6. Blanke 30, ich glaube nicht. Ich stehe unten und fange. Du rutscht irgendwie ab, das ist irgendwie, ist das Seil nicht, ist irgendwie an dem, irgendwas läuft halt nicht gut, rutscht ab und du wirst von Harold, ich geb dir das, du wirst von Wozniak aufgefangen. Ich warte, bis Wozniak den guten Harold abgesetzt hat und würde dann auch anfangen runter zu klettern. Okay. Das ist immer perfekt getroffen, das ist wirklich perfekt auf der Hast du geschafft oder was? Ja, ja. Okay, du schaffst es elegant an dem Wozniak wundert sich, der hätte eigentlich erwartet, dass er dich jetzt auffangen muss, aber du schaffst das elegant dort. Du fällst aber langsam. Ja, du fällst ziemlich langsam runter. Das nennt sich Klettern, Wozniak. Klettern. Also, solltest du auch mal probieren. Nein. So, dann sind ich glaube, einer ist noch oben. Wenn ich richtig gezählt habe, müsste jetzt einer noch oben sein.
Wahrhaftig. Styx versucht nun auch herunterzuklettern. Stellt sich dabei wirklich grottig an. Und muss definitiv von Wozniak gefangen werden. Ich lasse dich die Würfel mal ausnahmsweise mal auf. Harold, hab ich dir gegeben, aber Würfel mal auf. Fangen hast du wahrscheinlich nicht, oder? Gewicht, du hast Gewichtheben, oder? Faustkampf machen. Hast du Gewichtheben dabei? Hast du Gewichtheben dabei? Fängst du mit einem Schlag auf. Du stückst dir die Fresse schlagen. Ich kann mich dran erinnern, dass du Gewichtheben hast als Wert, oder nicht? Nein, hatte ich nicht. Hast du nicht? Ich habe Einbrechen, Werfen, Spuren lesen. Dann versuch mal auf Werfen, dass du den... Wie kannst du das Gegenteil von Werfen? Vielleicht kannst du den fangen und auf den Boden werfen. Sanft auf den... Ich versuch's. Ich hab's tatsächlich geschafft. Hast geschafft, okay, mit dem eleganten... 46 bei Werfen. Du fangst ihn auf und, ja... Er schlittert noch ein bisschen, während du ihn wirfst. War sehr schön. Er rappelt sich auf, verneigt sich ein bisschen und sagt... Dankeschön, Wozniak. Eine schöne Choreografie. Bitteschön. So, wir sollten vielleicht gucken, dass okay, wir in die Gebäude reinkommen und ihr befindet euch im Innenhof. Und Wozniak geht vor, weil er ist noch besser. Wisst ihr, in was Wozniak besser ist? Ist er im Schießen? Im Faustkampf. Zu ihr. Finally. Okay, ihr findet. Drei Punkte mehr. Wir haben Kloppo. Yep. Okay, ihr findet euch im Innenhof des Knasts wieder. Ich würde gerne den Ort finden, wo unsere Sachen aufbewahrt werden. Ich habe ein dezentes Verlangen, meinen Speer, mein Buch, meinen Revolver und einige andere Artikel wieder zu erlangen. Ich kann Spuren lesen, würfeln, vielleicht finde ich den Weg. Ja, würfel mal. Ja, warte. Warum hab ich alles nützlich? Ich hab's nicht geschafft. Ich hab auch Fährten suchen. Ja, ich schaff's. Also Fährten suchen ist gelungen tatsächlich. Okay, du. Du siehst Spuren davon, dass man euch vorhin hier lang geschleift habt. Ihr steht am genau anderen Ende des Innenhofs. Auf dem euch gegenüberstehenden Ende des Innenhofs ist der Eingang, durch den ihr reingesteppt wurdet. Und du weißt, dass du vermutest, mal durch die Zeichen, die du siehst, dass eure Sachen ganz in der Nähe eurer Zelle im dritten Schloss aufbewahrt wurden. Ich guck mir die Spuren an, ich guck mir Wojciech an, nehm so die Hände ab. Abschätzung vom Mars. Guck ihn an, guck die Spuren an. Ich glaube, die haben uns da lang geschleift und zeig auf die Türen und auf die Spuren, wo wir hin müssen. Ja, weißt du, woran man erkennt, dass man mich da lang geschliffen hat? Man sieht so Holzsplitter, weil sie mich so auf so Holz drauf machen mussten, weil sonst hätten sie mich nicht ziehen können, weil die brauchen da mindestens drei Leute. Ja. Wundervoll. Dann wollen wir unsere Sachen wiederholen und alle, die unterwegs sind, mit unserem gigantischen Schrank von einem Wozniak bekannt machen. Also eure Sachen wären oben im dritten Geschoss, wo ihr gerade runtergekommen seid. Ihr müsst also wieder nach oben. Richtig, aber wir mussten nicht durch die Stahltür und das ist alles, was zählt. Und wir mussten im Zweifel nicht an Wachen vorbei. Jetzt können wir sie von hinten überraschen. Mhm. Ja. Niemand erwartet, dass die Gefangenen aus dem Flur kommen und nicht aus ihrer Zelle. Niemand erwartet, vor allem erwartet niemand von den Gefangenen, dass sie ausgebrochen sind und wieder in Richtung ihrer Zelle wollen, weil sie ihre Sachen wollen. Richtig. Außerdem, niemand erwartet die spanische Inquisition. Danke. Ah, ja. Gut, ihr seid im Innenhof und ihr wollt wieder nach oben. Korrekt, ja. Setz dich mal auf die Karte zurück. Wozniak, diese Tür müsste dort weg, die ist uns im Weg. Nee, ihr wollt nach oben. Nach oben geht's durchs Treppenhaus. Ja, aber da wird wahrscheinlich auch irgendwo eine Tür davor sein. Diese Tür müsste weg. Anstatt sie zu öffnen, zerstöre ich. Da ist eine Tür im Weg, die hinausführt. Okay, wir versuchen die Klinke nicht, ich breche sie ein. Würfel mal auf. Ach, die Tür kaputt.
Ich hab's nicht geschafft. Du rennst gegen die Tür, das ist eine dicke. Das ist eine dicke Tür. Also, ich rerolle. Kannst du gerne versuchen. Ich hab's geschafft. Kritischer Erfolg. Okay, du rennst hier. Ein kritischer Erfolg ist es nicht, aber du hast es geschafft. Ich dachte unter 65 drunter. Kritischer Erfolg ist 1 bis 5 und kritischer Misserfolg ist 100 bis 95. Ach so, okay, sorry. Außer der Wert ist höher. Der Wert ist. Wundervoll. Der Wert ist. Nicht unter 5. Wo ist die gerennt durch die Tür durch? Ja. Die Tür geht auf und ihr das macht ganz schön Lärm und ihr seht Soldaten, die auf euch aufmerksam werden. Ich möchte sie ablenken. Ich bin nackt. Sag mir, wie du sie ablenken möchtest. Ich mach den Helikopter. Ich kann dich nicht hören, wenn alle anderen reden. Tut mir leid. Es sind Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Deshalb würde ich einfach da reinstürmen und einfach nur sagen: Jungs, kommt schnell nach draußen. Eine Frau hat ihren Knöchel entblößt. Das müsst ihr euch ansehen. Würfel drauf. Danke. Ich möchte nur mal der Logik halber festhalten, die Wand einbrechen hat weniger Aufmerksamkeit erregt als die Tür einbrechen. Ja. Gut, ablenken habe ich 90. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Hast du geschafft. Das habe ich gut geschafft. Okay, ja, die zwei Wachen, die vor euch waren, die stürmen euch vorbei und verschwinden. Noch mehr Wachen. Ein paar notgeile Wachen stürmen raus, meine Frau ja. zu begaffen. Die kommen wahrscheinlich gleich zurück. Also, let's go. Okay, ihr kommt im ersten Stock an und habt dort, ihr seht einen Raum und ihr seht, an der Wand sind Zellen. Es sind Zellen aufgerichtet. Warum sieht das aus wie bei Escape? 1, 2, 3. Jetzt die Frage, sind da Leute drin? Ist das hier raus? Willst du nachgucken? Darf ich mal auf Wahrnehmung würfeln, um zu hören, ob Geräusche in diesen Zellen sind? Das würde ich auch mal machen. Ich bin auch dabei. Ja, ich möchte einfach direkt reingucken. Mal. Es ist eine Flat 90? Nein. Ich schaff's nicht. Also ich schaff's. Ich hab's auch geschafft. Warum wird mir die 90 hier im Chat nicht angezeigt? Mir wird sie angezeigt. Mir wird's auch angezeigt. Ich habe hier eine 64. Der Tokus ist 47. Es haben drei Leute gewürfelt. Drei Leute haben gewürfelt. Wer hat's geschafft? Ja. Hat's jemand geschafft? Wozniak hat's geschafft. Finde hat's auch geschafft. Ich hab vor Lachen Tränen in den Augen. Nicht so ins Mikro pusten. Leute. Sorry, ich muss mir Luft zu viel. Scheiße. Okay, du hörst, dass in einer Zelle ist scheinbar jemand. Von den vier Zellen, die es dort gibt, auf diesem Bereich. Gut. Ich glaube, dann öffnen wir die Zellen und machen den kleinen Gefängnis auf. Ich spreche die Zelle. Kurze Frage: sind das hier draußen Wächter oder was sind die? Das sind die zwei Wächter, die gerade rausgestürmt sind. Oh ja, okay. Vielleicht haben die Wächter Schlüssel. Ja, die Wächter sind jetzt weg, eine Frau begatten. Gut, dass sie weg sind. Wir brauchen gut, dass du sie gerade abgelenkt habt. Wir brauchen keine Schlüssel, wir haben Wozniak. Ja. Ja, und wenn die Tür aufgeht, die Wand daneben tut. Und hier am Ende des Ganges geht's hoch in den nächsten... Was ist auf der anderen Seite? Also auf dieser Seite? Auf der gegenüber von den Zellen? Ich kann nicht sehen, wo ihr hinknickt. Gegenüber von den Zellen? Gegenüber von den Zellen. Was ist gegenüber von den Zellen? Da ist ein großer weiterer Innenhof. Aber okay. Ihr könnt ja theoretisch rüber gucken, also es ist so weit, das nicht ganz sicher zeigen. Ja, genau. Dann könnt ihr wohl jetzt raus. Also ich würde gerne einfach mal in die Zelle reinschauen, bevor wir sie aufmachen, wer da drin ist. Das kannst du, das ist eine kleine Luke an der Tür, kannst du öffnen.
Und du siehst dann ziemlich, ich habe sogar ein Bild für dich, wen du da siehst, hat dann ein NPC vorbereitet. Du siehst dann ziemlich, Gott. Hoppla, du siehst dann ziemlich abgemagert und ziemlich der, wohl offensichtlich sehr, sehr misshandelt, ein Nazi dort sitzen, der den in der Zelle eingesperrt, der bei dem Bild musste ich mal ein bisschen bei die AI so ein bisschen, ihr seht, da musste ich ein bisschen was mit Schwarz übermalen, weil das die AI hat ein bisschen gewisse Zeichen. Der Professor übermalt. Sehr schön. Ich sag's nicht ungern und das ist sehr unangenehm, aber nehmen wir mit, oder? Nehmen wir den wundervoll. Ihr habt ein Nazi-Skelett. Das ist kaum noch das Fleisch und Knochen. Und also zur Not ist er Kanonenfutter. Genau, zur Not ist er Kanonenfutter. Ich nehme ihn. Ich nehme ihn an. Erstmal müsst ihr die Tür aufbrechen. Stück spricht, bevor wir die Tür aufmachen, ein paar Worte zu ihm. Werter Mitgefangener, wir sind gerade dabei, hier auszubrechen. Möchtest du uns begleiten? Wir öffnen die Tür für dich. Er antwortet dir nicht. Ich sehe, du glaubst uns nicht. Wozniak, bitte begeh walte deines Amtes. Bitte begeh Kriegsverbrechen. Ist das geschafft? Ja, hast du es geschafft? Gerade gemutet. 78 müsste geschafft sein. Ich hab's nicht geschafft, ich habe nur 72. Oh je. Du knallst gegen die Tür, die Tür ist zu. Nachdem du schon eine Wand und eine Tür aufgebrochen hast, bist du leicht geschwächt und schaffst's nicht mehr. Ist dann. Möchten wir einen Hinterhalt für die Wachen vorbereiten, wenn sie wiederkommen, weil sie festgestellt haben, dass dort keine junge Dame ist, die ihre Knöchel entblößt hat, dann mit Wozniaks Fäusten niederzumähen. Ihr hört auch schon gerade Geräusche, die von unten kommen. Da kommen wohl Leute zurück. Wollt ihr jetzt eure Zeit verschwenden und anwenden, nein, um jetzt, ich würde gerne einen Hinterhalt vorbereiten, also entsprechend da, wo die Treppe ist, mich an die Seiten stellen, sodass ihr könnt auch weit nach oben, um eure Sachen zu holen. Nee. Wir können bevor sie Verstärkung rufen können. Richtig. Ich würde dann Wozniak nehmen und ihn so an die Hand nehmen, hier drüben hinführen und sagen, wir warten jetzt, bis die bösen Männer vorbeigekommen und dann darfst du draufhauen. Okay. Mhm. Der Einzige, der bewaffnet ist von euch. Styx stellt sich da auch hin. Styx beherrscht Shaolin Kung Fu zu einem gewissen Grad. Styx stellt sich da auch hin und ist bereit, denen so was von die Handkante in die Fresse zu boxen. Leider seid ihr bewaffnet. Tatsächlich mitten in den Gang stellen, sehr offensichtlich, damit ich sie direkt ablenken kann, damit ihr vielleicht einen Vorteil kriegt. Das ist eine gute Sache, weil du siehst ziemlich schwächlich aus. Du siehst nach einem guten Angriffstier aus. Machst du den Flitzer? Das ist exakt das, was er ist. Er steht da nackt im Flur. Und ihr übrigens auch, weil ihr habt eure Sachen ausgezogen. Nein, Stück von einer Roban! Stück dann, aber Wozniak ist auch nackt. Und der Rest ist stolz. Ich bin stolz drauf. Ich präsentiere, was ich hab. Der Rest steht da ziemlich nackend. Er stört mich ähnlich, ist ähnlich viel. Zumindest sehen wir nicht nach Gefangenen aus. Das tut ihr, okay. Wir warten, bis Wachen, wir da oben sind, um mit deinem Fressbrett zu schlagen. Die Wachen kommen polternd die Treppe hoch. Okay, sobald ich sie sehe, Faustkampf. Sobald ich sie sehe, lenke ich sie ab. Dann, sobald sie in Reichweite sind, ihr Faustkampf mit. Okay. Die sehen uns jetzt dumm genug. Die sehen Harold dort und rennen mit gezückten Gewehren auf ihn. Ich posiere auch. Auf ihn zu. Aufreizend. Natürlich. Anstatt zu schießen, rennen sie einfach auf dich zu. Okay, gut. Du siehst schwach genug aus. Sie neben mir sind, schlage ich. Ja. Same. Würfel auf Schlafen. Wirklich auf Schlafen. Ich hab's geschafft. Easy.
Ich hau daneben. Ich habe es ebenfalls geschafft mit einer umwerfenden 69. Okay, ihr haut. Styx greift ihm noch an den ans gewisse Teil und. Was? Und haut die um. Die Wachen sind erstmal ausgeschaltet. Ich sag mal ausgeschaltet, tot, getötet habt, dass er mit den Fäusten los ist, weiß ich vielleicht noch nicht, aber sind erstmal ausgeschaltet. Nein, wir würden einfach so unschuldige Soldaten. Gut. ich also nehme den. Obwohl den mit einem Soldaten. Obwohl dem Typen den Wozniak auf den Kopf gehauen hat, der ist tot. der stark auf den Kopf ist. Wozniak hat ihm auf den Kopf gehauen. Das ist, du weißt Bescheid. Bonk. Okay, der atmet nicht mehr. Die kleinen Soldaten hin, zieh seine Kleidung aus, zieh diese an und durchsuche dir dabei, ob der irgendeinen Schlüssel dabei hat. Ich nehme die Waffen an mich in der Zeit. Ich würde gerne, sollte einer von ihnen einen Revolver dabei haben, würde ich den an mich nehmen. Die haben keinen Revolver dabei. Haben die Schlagstöcke oder ähnliches dabei? Die haben zwei Gewehre dabei und die. Und die haben relativ wenig, bis auf ihre Kleidung haben die nur die Gewehre und also Schlüsse haben die scheinbar nicht mit dabei. Das hat man denen nicht gegeben. Okay. Die sind Wachsoldaten, die sollten da nichts aufschließen. Bosnien, kann ich eins der Gewehre haben? Ich kann mit den Dingern umgehen. Okay. Wie viel Munition haben die dabei? Das wirst du schon mal vorher abklären. Bevor ich die nach wieder mit Fakten vorlege. Pass auf, was du sagst. Nein, das Ding ist, wenn ich ihm halt. Das Problem ist, ich möchte jetzt vorher schon mal festlegen, dass ich weniger Munition habe, dass ich nicht nochmal Rampage gehen kann, weißt du? Ich werde schon mal vorsorgen, dass es nicht nochmal eskaliert. Du kannst dir zu den Gewehren, die Gewehre haben nicht mehr viel Schuss, sind doch Einzellader, du kannst einen Schuss alleine erschießen, das sind Wettkriegsgewehre, die musst du stopfen. Das ist doch. Hä? Was? Das ist doch im zweiten, da musst du nicht stopfen. Im zweiten, das sind Wachsoldaten, die haben noch die Ware aus dem letzten. Ja, das sind Gefängnissoldaten. Das sind nicht die Frontmänner. Du hast aber meine Frage nicht wirklich beantwortet. Haben sie Schlagstöcke oder ähnliches? Nein. Die schlagen dich mit dem stumpfen Teil der. Haben die Bajonett oder ist es ein richtiges Gewehr? Da ist eine Klinge vorne dran. Okay, perfekt. Ich habe nämlich auch noch Messerkampf. Die haben also ein Bajonett ausgezeichnet. Also sind es Musketen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, es sind Musketen. Und ich gebe euch insgesamt 20 Schuss auf beide Gewehre verteilt. Okay, ich nehme 15 davon. Gut, mit 5 komme ich klar. Ich werde eh meistens schießen, deswegen nehme ich direkt 15. Wollen wir, die haben keine Schlüssel dabei, sagst du? Nein. Wollen wir dann. Ihr habt es jetzt ausgezogen. Wer von euch hat jetzt die. Finley sieht jetzt aus wie einer von denen. Mit Anzug, mit Mütze, mit Gewehr. Wozniak, du kannst dir. Du kannst dir keine Uniform anziehen, die ist zu klein. Ja, natürlich nicht. Darf ich probieren, eine Uniform anzuziehen? Dann haben wir halt eine wenige. Wenn du wirklich eine vernichten willst, ja. Ich probiere eine Uniform anzuziehen und merke dann, dass ich ein bisschen größer bin. Die zerreißt dir dabei, das ist da. Oh. Du hast sie schön kaputt gemacht. Das wollte ich nicht. Das darf sein. Ich würde gerne weitergehen. Ich fühle mich sehr unwohl ohne gewisse Symbole bei mir. Ja, kann ich verstehen. Ihr kommt doch aus Deutschland. Ihr wisst nicht zufällig, wo es in Deutschland eine Zeitmaschine gibt? Nein, das weiß ich nicht, aber es scheint wieder die Entität zu sein, die uns unsere bisherigen Probleme beschert hat. Okay, und wo findet man besagte Entität? Keine Ahnung. Es hat besagte Entität leider immer uns gefunden. Wenn wir wissen, wie wir ihn finden, dann wären wir nicht. Ich zeige auf Wozniak. Dann wäre die nicht hier. Übrigens, was ihr meintet mit er ist sehr nützlich. Sag ich's doch. So, was wollt ihr jetzt tun? Wollt ihr. Nicht viel mehr.
Wollt ihr hoch ins nächste da. Geschoss oder weiter? Natürlich. Okay. Kriegen die Soldaten ja nicht raus und der will auch nicht mit, also. Okay, ihr seht, ihr kommt oben und ihr seht genau dasselbe, Flur mit Zellenblöcken. Ihr seid jetzt im zweiten Obergeschoss. Sind da auch Soldaten drin? Euch kommen zwei Soldaten entgegen. Ich schieße. Und ihr habt hier Gefängnis, ihr habt wieder vier Gefängniszellen auf der linken Seite. Ich schieße auch mal. Also wenn Wozniak das Feuer... Dann schießt, dann würfelt. Hast du irgendwas auf Schießen? Ja, ich habe Gewehre. Dann würfel auf den Wert, ob du schaffst. Komischerweise. Wer hätte es gedacht? Ich hab's auch geschafft. Ich habe tatsächlich Pflicht geschafft. 100 bei Schießen. Okay, das ist... Ich habe nur 97. Das ist ein einfaches Gewehr, was war die... Sekunde, ich sag mal den Schaden. 8D10. 8D10 hast du gesagt. Bei Gewehren. Gewehr, 8D10, ja, das geht auch dafür drauf. Also obwohl es eher von der, obwohl es von der Stärke eher eine Pistole ist, aber ist dann so, das höchste Muskete. Was habt ihr auch alle für hohe Werte? Das höchste, was habt ihr auch alle für hohe Werte? Das höchste, was ich irgendwo habe, ist 8W10. Das Ding ist, ich kann nicht viel. Ja, also ich mach 42. Also ich habe auf Gewehr 80, nur so. Ja, Ich kann ja nicht viel, aber das, was ich kann ich halt sehr gut. Das ist mein Ding. Ja, valide. Ihr schießt die beiden Soldaten gleichzeitig und habt damit erfolgreich Aufmerksamkeit auf euch gerichtet. Ihr habt jetzt geschossen, damit habt ihr jetzt die Aufmerksamkeit auf euch gerichtet. Es kommen Soldaten nach. Es wird nachgeladen. Ihr kriegt, ja. Also es kommen zwei Leute vom oberen Geschoss und hier gerade kommen, ihr kriegt vier Leute nach Nachwuchs. Es kommen nach vier. Warum vier weitere Leute? Wir haben doch jetzt zwei, oder wie viel Geschoss hat dieses Gebäude? Zwei kommen noch aus der dritten Etage herunter und zwei andere, die noch in einem anderen Nebenraum waren, die haben es jetzt gehört und kommen rüber. Oh, verdammt, hier ist der Pausenraum. Ja, ich schieße auf den nächsten, auf den nächstbesten Neuankömmling. Ja, ich auch. Oh, komisch, dann geschafft. Schießt. Habt ihr es geschafft? Beide geschafft? Ja. Ja. Dann wird Schaden uns. 52 Schaden. Das reicht beides, das da. Ich lade so. Nach. Ich lade auch wieder nach. Und ja. Gehe währenddessen wieder ein bisschen die Treppe runter, damit ich nicht angegriffen währenddessen, kann, während, das noch sind. Währenddessen schießen die anderen. Die haben jetzt die Möglichkeit. Ich hab dir gesagt, dass ich die Treppe runtergelaufen bin, also sie können mich gar nicht treffen. Ja, dich, aber den anderen nicht. Also, ich möchte dann mein. Außerdem triffst dich auch, weil du ganz. Halten sich ein bisschen zurück. Weil die schießen während ihr schießt, die du darfst. Du hast gesagt, es kommen zwei aus dem Nebenraum. Die haben wir sofort umgenietet und aus dem zweiten Stock oder aus dem Stock höher, die brauchen ein bisschen, bis wir da sind. Das heißt, wir haben die aus dem Nebenraum umgenietet und gehen jetzt in Deckung. Laden nach und warten, bis die nächsten kommen. Okay, die schießen Richtung. Okay, ich warte, bis der Schuss an mir vorbeigefahren. Ich sag mal, das geht ausnahmsweise. Also ich warte, bis die Schüsse gekommen sind und dann. Dann gehe ich raus aus der Deckung und schieße nochmal. Okay, meinetwegen. So. Ich schieße dann kurz nachdem Wozniak geschossen hat. Oh, 17. Oh, 36, geschafft. Komisch. 64 mache ich jetzt mal mehr Schaden. 46. Okay, er schießt doch die beiden, aber aus der Wachkammer in der Nähe kommen jetzt auch gerade zumindestens sehe ich hier noch. Auf meiner Map sehe ich hier noch, gerade kommen noch zwei heraus, die gerade auf euch schießen, die jetzt auch wirklich schießen, okay. Freie Bahn haben. Damit bin ich zufrieden. Und ich habe drei Leute umgebracht, ohne Schaden zu nehmen, ist okay. Ja, das ist relativ gut. Davor habe ich halt mehr Leute umgebracht. Aber mal schauen, ob sie es überhaupt schaffen, ob die auf die Entfernung treffen. Bitte sagt mir nicht. Zwei Leute. Der eine verfehlt auch schon, der hat wohl Zielwasser getrunken heute. Aber der andere trifft.
Wen trifft er es? Ja, wen von euch? Ein D2-Würfel, geht das? Ja, ja, das ist ein D4 durch 2. Ein D2. Man kann auch generell frei bestimmen, du kannst so einen W100.000 würfeln. Ja, ich meine, in analogen Würfeln würdest du so einen W2 bestimmen. Nein, dann nimmst du die Münze, schnippst sie hoch und guckst, was oben liegt. Ja, oder das. Valide. Eine Münze. Ist einfach eine Münze. Es gibt auch einen W2. Ich habe eine Münze geworfen. Es gibt auch einen W1, ein Möbiusband. Ja, das stimmt. Okay. W3. Das ist der Spieler der Willkürwürfel. Discord-Reihenfolge müsste ich mal gucken. Ich wäre aber nicht im Stream hier. Das wäre ich. Ich mach hier unten Reihenfolge. Harold, Finny, Wozniak, Styx ist von links nach rechts. Das wäre dann von der Reihenfolge Finny. Nee, das wäre dann Wozniak hat's getroffen. Wozniak hat's getroffen. Dann würfe ich den Schaden aus. Das war 8. 8d10, ja. 8d10. Leid, Wozniak. Oh, verdammt. Wow. Wir haben doch sicherlich einen Heiler da, oder? Nein. Schade. Schade. Schwierig. Habe ich schon mal gesagt, dass mein Proteinpulver mich heilt? Oh, scheiße. Oha. Schüssen darf man nicht ausweichen. 43 Schaden. Ein bisschen. Nicht mal ich als ausgebildeter Mordmaschine. Du bist 300 du bist, Meter lang. Du bist breit genug, dass es dich getroffen hat. Das ist da. Okay. Die können scheinbar nicht gut zielen, weil der eine hat verfehlt, aber der hat auf Findig geschossen, aber der andere, der hat auch nicht gut getroffen, aber du warst breit genug, um das dann die Differenz ich glaube, dann. Die irgendwie. Sache ist, er hat eigentlich nicht auf mich gezielt, aber mich getroffen, weil ich so breit bin. Ja, ich würde dann nach dem Schuss. Du bist stark verletzt. Okay, ich gehe die Treppe zurück und leg mich sozusagen so mit dem Rücken zur Treppe hin, dass ich so aus der Decke draußen bin und hoffe, dass mir irgendjemand hilft. Ja, ich gehe dann auch zurück in die Treppe und lade nach und schieß dann aus. Ich lade übrigens auch nach, obwohl ich sozusagen verwundet bin, aber ich werde nicht schießen. Aus der Treppe heraus kannst du schlecht schießen. Zumindest auf die, wo sie gerade stehen. Da müsstest du um die Ecke schießen. Aber ich kann in die Treppe reingehen, ein paar Stufen runter, dass ich dann Deckung habe und von der Deckung ausschießen. Und worauf hast du gerade gewürfelt? Aufschießen. Willst du um die Ecke? Willst du um die Ecke schießen oder wie willst du das um. Okay, nochmal für etwas langsamer. Laut deiner Map geht die Treppe gerade nach unten. Hm. Ich gehe 3 Stufen oder 5 Stufen die Treppe hinunter. Dadurch habe ich Deckung und kann die Leute trotzdem noch sehen. Und ah, ja, das stimmt. Nur den Kopf rausschaut. Richtig. Naja. Und schießt dann nochmal auf die Leute. So hätten wir von Anfang an schießen sollen, aber dadurch, dass wir dachten, dass niemand da ist, waren wir schon ein bisschen weiter draußen. Ja. Da konnte ich getroffen werden. Richtig. Also. Dann schieße. Würfel, ob du schaffst. Hab ich, das war die 20. Hast du geschafft dann? Würfel den Schaden aus. 39. Okay, du erschießt ihn. Sehr gut. Einer dürfte noch da sein, oder? Einer ist noch da. Harold, kannst du heilen? Ich glaube, beim letzten Mal hast du irgendwen repariert. Nein, ich kann nicht heilen. Ich konnte auch noch nie heilen. Fuck, wer hat das beim letzten Mal gemacht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, einer von denen, die tot sind. Ja. Ich hätte Überlebenstechnik. Eventuell kann ich da so grobe... Ja, das würde zumindest die Wunden stopfen. Das ist kann jemand die erste Hilfe oder so? Nein! Nö. Nein. Was ist denn jetzt passiert? Es haben nur die Damage-Dealer und Supporter überlebt. Ja. Wobei, ich kann auch Damage dealen. Ich bin einfach nur zum Labern gut. Ich geb's euch das Überlebenstechnik. Für Erste Hilfe gerade so mal noch geht. Also notdürftig Wunden versorgen, lass ich euch, damit ihr nicht sofort verblutet. Mach mal dann, sobald die letzte Gefahr weg ist. Die Gefahr ist übrigens gerade dran. Die Gefahr ist dran, ja, die hat jetzt, nachdem geschossen wurde, kann ich zurückschießen. Also nachdem ich oder auch nicht. Nachdem ich mein Bajonett sozusagen
sauber gemacht habe, gebe ich das einfach weiter, nehme das andere an und mache das. Da du aber, da ihr aber in Deckung seid, schießt ihr an euch vorbei. Sehr gut, ich lade nach und. Ich habe dir meinen Nachladen gegeben. Okay, dann, oder dann so, ich treffe. Du machst ganz intelligent. Du triffst dann nur für Schaden aus. Herrlich. Max Damage. Aber egal. Richtige Zahl. Hast erschossen. Wichtige Zahl. Hast ihn erschossen. Sehr gut. Und du hörst weitere Wachen kommen, aber momentan, die brauchen erstmal noch, die rennen durch einen anderen Flur durch, also. Entweder ihr wartet jetzt, bis die Wachen da sind, oder ihr lauft den nächsten Stock weiter. Lass uns mal einen Stock höher, dann gucke ich mir deine Wunden an. Wojciak. Bosniak. Gut. Schaffst du es zu gehen? Schaff alles. Wundervoll. Dann los. Wir gehen. Sofort. Am Vorbeigehen würde ich vielleicht noch das ein oder andere Magazin mitnehmen oder einen Hut oder sowas. Die Munition nehmen wir eh mit. Mhm. Jeder hat 10 Munition, das wissen wir jetzt. Aber die haben dreimal geschossen, das heißt, wir kriegen 21 Munition von denen. Nee, kriegt doch. Bei einem von den Wachen. Sechs Leute. Aber wie oft haben die geschossen? Die haben nicht geschossen, die haben einmal geschossen, die haben. Wir müssten. Und ihr habt doch zwei Schlüsse. Ihr habt doch zwei einzelne Schlüsse, habt ihr bekommen. Waren bei beiden Wachen mit dabei. Sehr schön. Und Stücks hat einen dieser Schlüssel. Ich nehme den anderen. Ich nehme mal 25 von dem Schuss mit. Kann ich im Vorbeigehen versuchen, Zellen einfach wahllos zu öffnen? Kannst du versuchen. Ich glaube, dass wir die Zeit haben. Oben Nein, an. Wir haben Schlüssel. Valide. Du weißt nicht, wo der Schlüssel reinpasst. Ich weiß, ich probiere einmal durch, passt nicht gut, next. Oben angekommen würde ich dann Wojciks Wunder mal genauer angucken und würde potenziell irgendwie von meinem T-Shirt was abreißen, um das Ding zu Würfel auf Überlebenskunst. Ah, ich würfel ja schon. Das ist sehr gut gelungen. Und Taro, ist dein Schlüssel passt und keine der Zellen, du ausprobierst. Tja. Gut gelaufen. Währenddessen verbinde ich unseren guten Harold. Unseren guten Was. Hast du geschafft? Ja. Okay. Sekunde, da. Ich bin mal so nett. Du kriegst durch die erste Hilfe kriegst du sechs Heilungen zurück. Also 6 Punkte. Okay, ich bin wieder über der Hälfte HP. Das hat dir ein bisschen was gebracht. Die Blutung ist gestoppt, deswegen. Das bringt dir. Du bist nicht mehr aktiv am Verrecken. Ja. Sobald wir ein Messer und Alkohol gefunden haben und eine Feuerstelle, dann sterilisiere ich das Ganze auch noch, aber. Fürs Erste. Blutet fürs Erste reicht. Es blutet noch, aber du bist nicht mehr aktiv am Verrecken. Ich halte eh viel aus. Das ist nicht das erste Mal, dass ich angeschossen wurde. Das stimmt wohl. Und dann zeige ich denen an meinem nackten Körper, zeige ich so ein paar Narben, wo ich schon angeschossen wurde. Ihr seht übrigens im dritten Erdgeschoss, im dritten Obergeschoss, da seht ihr, das ist so ziemlich derselbe Raum, das baut aufeinander auf. Und ihr hört einerseits Wachen von unten kommen und ihr habt auch zwei Wachen, die gerade Anstalten machen, gerade auf euch zuzukommen. Gut, dann schießen wir nochmal. Wie nah sind sie und wie gut sehen sie uns schon? Die sehen euch ziemlich gut. Wie nah sind sie uns? Die stehen am anderen Ende, die stehen auf der rechten Seite am anderen Ende des. Die stehen ein bisschen weiter entfernt. Kann ich schleichen oder ist es komplett offen? Genau. Kann ich mich zu ihnen hinschleichen und eine Handkante verpassen? Es ist komplett offen. Du kannst nichts Heimliches tun. Wie schnell bin ich bei denen, bevor sie wissen, bevor sie reagieren können? Nein. Fuck. Wir haben freie Sicht. Wir haben freie Sicht und das Rennen wird nichts. Dann kann ich mich nur zurückziehen. Also zurückhalten. Ich zeig euch nicht. Und
Kann ich vielleicht mal den Raum. Jetzt zeige ich mal den Raum, wo ihr lang müsstet. Einer von den Wachen fällt tot um. Da gibt's so schmale Übergangsstege, wo so ein bisschen so brückenmäßige Sachen, wo ihr rüber gehen müsstet. Also, das sind ein bisschen Übergänge. Wohin zu kommen? Um zu den Wachen zu kommen, wo die Wachen stehen, auf die andere Seite. Ach, die stehen auf der anderen Seite von diesem. Dann stehen die Wachen und die können von dort aus schießen, aber sich an die ranzuschleichen ist ein bisschen schwierig, weil während ihr da über den, ihr hättet da gut 20 Meter Übergang, das wäre ein bisschen. Ich habe eine Frage an dich. Die schießen, haben die schon geschossen auf uns? Nee, oder? Wenn die auf uns schießen, kann ich anhand des Gehörs blind auf die schießen? Das heißt, die sehen euch die Treppe hochkommen, die können schießen. Ja, aber ich bleib ja in der Treppe drin, wenn ich Leute sehe. Ich will ja nicht rauskommen. Kann ich sozusagen das Bajonett so rausheben, schießen blind, wenn ich höre, von wo die schießen, aber halt stark reduziert, also stark gedingst? Okay, du kannst versuchen zu schießen, aber ich gebe dir das extra Schwert, also. Ja, klar. Auf deinen linken Wert minus. Ja, extra Schwert ist eigentlich ein linker Wert minus 10. So ist eigentlich. Linker Wert minus 10, das reicht mir, da bin ich immer noch bei 62. Okay. Hab's geschafft. Das heißt, ich mach den Schaden, ohne aus meiner Deckung rauszukommen. Ziehst sehr gut. Ich zieh sehr gut. 40. Ja, dann damit sind beide tot, weil ich habe den ersten umgebracht, als ich umgekommen bin. Wo sind unsere Sachen? Könnt ihr euch mal umgucken. Ihr seid jetzt auf der dritten Etage. Gut, wo sind unsere Sachen? Also da sind unsere Zellen. Ihr seht links die Zellenblöcke. Ihr seht am Ende des Ganges wieder eine Treppe, die nach oben geht. Ihr seht, auf der rechten Seite seht ihr, das kann ich euch jetzt mal zeigen, kann ich euch einblenden, das könnt ihr sehen. Ich hab's bloß jetzt ein bisschen, damit ihr die Wachen nicht mehr seht. Ihr seht so ziemlich das hier. Das ist so ein bisschen ein Übergang, und da sind Gänge nach drüben und auf der anderen Seite sind Räumlichkeiten. Eine Tür. Die durch könnt. Hast du das aus irgendeinem DS-Spiel geklaut? Nein. Das ist ein Map-Generator. Wow, aber ein ziemlich schlechter. Jetzt mobb doch nicht ihren Map-Generator. Der hat bestimmt auch Gefühle. Ich kann nicht mehr sagen, welcher er war, aber das ist da. Aber es passt halt überhaupt nicht zu Erst- oder Zweiter Weltkriegs-Setting, wo du gerade drin bist, ne? Ja, sei es drum. Okay. Sind die Wachen, die da noch sind, da oder sind alle weg? Also dort im Gang selbst, die zwei Wachen habt ihr gerade erschossen. Die anderen kamen schon runter. In den Räumen selbst müsst ihr nochmal gucken. Also ihr hört, in den Räumen selbst sind noch Wachen drin. Könnt ihr da jetzt reingehen und die oder warten, bis die rauskommen, bis dann die machen Anstalten rauszukommen. Nachdem sie Schüsse gehört haben. Macht euch bereit, er schießt sie, ich weiß nicht, was wir sonst tun sollen. Gibt es da irgendwo Möglichkeiten, wo man. Ja, nee, dann schießen sie mich ja vorher. Gibt es da irgendwo Möglichkeiten, wo man in Deckung gehen kann? Nicht wirklich. Wo sie rauskommen können, nein, wo sie in Deckung gehen können. Das Gefängnis ist sehr schön, ist so, dass die Wachen. Das ist, das, der Innenhof ist, das Ding ist so gestaltet, dass wenn Flüchtlinge aus den Zellen rauskommen, dass die Wachen dann einschreiten können. Wundervoll, die Wachen freie Sicht haben. Das ist so eine schöne Funktion von Gefängnissen. Das ist schon so eine schöne Funktion von Gefängnissen, dass die Häftlinge im Nachteil sind, wenn sie ausbrechen wollen. Das macht schon so ein bisschen Sinn. Wird sich weiter zurückgehalten. Durchsuch doch mal. Ja, jetzt halt das Schlüssel. Guck mal, ob wir die Zellen hier oben aufmachen können. Ich gucke, jawohl, ob die Zellen aufgehen können. Same. Wir haben mal zwei Schlüssel. Dein Schlüssel passt wieder zu keiner
zu keinem Schlüssel auf dieser Etage. Mein Schlüssel? Der Schlüssel passt auch zu keiner Zelle. Scheint wofür was anderes zu sein. Schaut doch mal. Hört man denn irgendwas aus den Zellen? Sind da Leute? Ich hab aus einer der Zellen zugekommen, wir sind Windzug, weil wir sollten jetzt auf der dritten Etage sein. Ja, aus einer Zelle hört er einen Windzug. Aus einer anderen Zelle hört er Geräusche. Geräusche. Reingucken. Gut. Mach mal auf. Also die Klappe, die Guckklappe. Ja. Windzug dürfte ja unsere sein, da wo wir ausgebrochen sind. Ja. In die andere Zelle wollte reingucken. Ja. Genau. Da seht ihr mal schauen. Bisschen blöd, dass ich die jetzt nicht dabei habe. Ich müsste sie doch dabei haben. Müsste ich schnell hochladen. Ist ein bisschen da blöd. Da sehen wir den Professor. Nee. Nicht ganz. Kurze Frage. Wir sind auf der linken Seite, wo der Gang ist. Und die ist natürlich im Bild. Zellen, ne? Ist natürlich schön, dass ich das jetzt im Stream hier mache. Jetzt lade ich hier Sachen rein, die wir vielleicht nicht sehen sollten. Ich hoffe, man kann da wenig von sehen. Ich bin bestens vorbereitet. Sei froh, wir hätten können, dass wir NPCs treffen. Sei froh, dass wir den Leute nicht. Also die eine habe ich, diese eine Person habe ich erstaunlicherweise vergessen. immer. Es ist immer die eine Person. Ach übrigens, was steht denn eigentlich auf dem Namensschild von meiner Uniform drauf? No. Als ob ich den Namen für habe. Die NPCs. Ja. Denkt ihr einen britischen Namen aus? Zieht die mal gerade rein. Ihr kriegt ein bekanntes Gesicht zu sehen. Ey, ich habe versucht abzufackeln. Was? Was macht die denn hier? Wer ist das denn? Die hat sich im ersten Teil in der Zelle sitzt diese Gestalt. Dürfte durchaus Teil 1 bekannt sein. War das die mit der Kristallkugel? Ja. Ja. Trägt sie noch meinen Hut? Nein, war sie nicht. Aber fast. Auch das ist die mit der Kristallkugel. Nein, ist sie nicht. Nicht? Das ist nicht die Weissagefrau. Nein, ist doch, die nicht. Das war die Wahrsagerin tatsächlich. Du hast das. Aber die Wahrsagerin war nicht die mit der Kugel. Das ist da. Das waren zwei verschiedene. Doch. Das waren zwei verschiedene. Weiß man doch, oder? Nein. Ich will sie jetzt nicht nochmal extra hochladen, aber es ist da. Die mit der Kugel, das war eine glatzköpfige Weiße. Das war eine komplett andere Figur. Ihr scheint die gute Frau ja zu kennen. Wer ist sie denn? Ich habe keine Ahnung. Ich hab nie nach Namen gefragt. Auf der ersten Insel, auf der wir gestrandet waren, war diese Frau und hat relativ kryptisch mit uns gesprochen. Ich gehe nicht. Das guten ist du. Die das war das war die das war die Dame mit, stimmt, der, mit der die mit dem Turban war die meditiert hat. Ja, ich geh mal rein und frag. Die Zelle ist zu. Die Zelle ist zu. Wir haben nur die Klappe geöffnet. Aber da könnt ihr auch durchreden. Ja, dann fragen. Aber wenn ihr wirklich mit zu ihr hin wollt, dann könnt ihr die Tür. Ihr habt vielleicht jemanden, der ist verletzt. Ich das nicht hin. Ich fragte mal durch die Klappe. Guten Tag, wer sind Sie denn? Meine Begleiter scheinen Sie anscheinend zu kennen. Sekunde. Damit habe ich nicht gerechnet, dass sie die jetzt schon. Sitzt sie wieder schweigend da und meditiert? Nein, sie hat tatsächlich eine Rolle. Wow. Entschuldigung, dass ich NPCs anspreche, wofür du sogar ein Bild hast. Tut mir leid, dass wir Plot beachten. Wir gehen gleich wieder Soldatenschlachten, keine Sorge. Yep. Ja. Ich hab nicht gedacht, dass ein Plot macht. Ich dachte nicht, dass du heute noch vorkommst, dass er mit dem Plot ein bisschen weiterkommt. Wir hatten bisher Plot. Sekunde. Ja, genau deswegen. Sie stellt sich vor als Corinna.
Und sagt euch, sehr erfreut, Corinna, finde ich deinen Namen. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Und besser noch gefragt, wieso sind wir hier? Wahrscheinlich aus demselben Grund. Da mussten wir irgendwelche Elemente im Mond aufhalten. Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, warum sie hier ist, oder warum ich hier bin. Sie können niemals mal selbst lesen. Sie sagt, sie wüsste, wie sie aus dem Gefängnis herauskommt. Und bietet euch an, euch aus diesem Gefängnis zu befreien, mit einer kleinen Bedingung. Mit einer kleinen Bedingung kann sie euch aus diesem Gefängnis befreien. Das ist die Bedingung, dass ihr mit ihr zurück nach Nori Island kommt, und dem Ledo vor, der sie auch hier eingesperrt hat und dieses ganze Spielerei hier veranstaltet, das Gefängnis, dass ihr mitkommt und es dafür sorgt, gegen den vorzugehen und was zur Hölle ist also dagegen. Und aktuell sind wenn ihr, die draußen sind und nicht sie. Wenn ihr helft dabei. Zu unterbrechen, gute Frau, aber wir sind eigentlich nur hier, weil ein paar von uns ein paar Sachen abholen wollen. Wir können auch jederzeit hier weggehen, wenn wir es wollten, aber wir wollen gerade nicht. Okay, dann kommt selber frei. Wir kommen von draußen. Momentan seid ihr in diesen Mauern, aber wenn ihr es überlegt, könnt ihr gerne wiederkommen. Ich weiß einen Weg, der nach draußen führt. Ohne mich werdet ihr nicht weit kommen. Ja, und das Eingangstür, die ist da unten, da sind wir durchgekommen. Wir haben einen sehr großen. Dann wünsche ich euch sehr viel Erfolg beim. Langsam wird's beleidigend. Dann wünsche ich euch sehr viel Erfolg beim Rauskommen. Okay, schießt jetzt durch die Tür. Die Frau kriegt eins in die Augen. Willst du es wirklich machen? Nein, ich hab meinen Revolver nicht. Noch nicht. Ihr habt genug Waffen mit dabei. Nein, ich schieße nur mit meinem Revolver. Na dann, was wollt ihr tun? Schießen. Was wollt ihr tun? Kurze Frage, auf der Karte, ist das da wirklich getreu, dass da eine Brücke über einen Abgrund ist, wo es dann da drüben weitergeht? Ja. Ja, dann würde ich doch mal wahrscheinlich über den Hof sein. Dann würde ich doch mal kurz gucken, ob ich auf der anderen Seite Wachleute sehe. Momentan nicht. Aus irgendwelchen Gründen machen sie es dort hinten bequem. Anscheinend geht's hier ja nicht weiter. Lass uns mal auf die andere Seite gehen. Jawohl. Schleichend. Da ging der Plot wieder dahin. Ich hab's gewusst. Was war das für ein Plot-Hook? Gut, dann. Plot-Hook wäre gut gewesen, wenn wir wahrscheinlich an die Tür geklopft hätten oder versucht hätten, Ziegel in der Wand zu. Gut, ihr könnt darüber gehen. Styx wird gerade schleichen. Styx versucht zu schleichen. Styx ist nicht erfolgreich im Schleichen. Styx ist nicht laut, weil es kein Fehlschlag ist, aber halt auch nicht sehr leise. Ja. Spindel ist der Schatten selbst. Ich kann nicht schleichen. Wie mach ich das? Ihr seid laut. Du schleichst schlecht genug, dass die Wachen sehen, dass du zu ihnen rüberkommen willst und zwei Leute kommen heraus. Wie nah bin ich an denen dran? Dürfte schon relativ nah an denen dran ein sein, Stück, oder? Ja, du hast rüber geschafft, du bist jetzt mit denen auf einem. Du bist jetzt hier, wo. Ja, die anderen sind ja auch mit rübergekommen. Du bist jetzt hier, wo Wachturm 2 steht, das sind keine Wachtürme. Da, wo die Figur im Wachturm steht. Nahkampf! Der kriegt Angriff ab. Ja, Würfel auf Angriff. Geschafft! Gut, dann würfel deinen Faustangriff aus, den Schaden. Du hast mir leider nie gesagt, wie viel Schaden das macht. Waffenloser Kampf macht 1W6 Schaden.
Ein W6 nur? Yep. Oh Lord. Darf ich auch, jetzt nicht für jetzt, aber darf ich im Allgemeinen auch mit der Intention würfeln, ihn auszuschalten, anstatt ihn zu töten? Also im Sinne von nicht ihm Schaden zu machen, sondern einfach ihn K.O. zu schlagen? Kannst versuchen, ändert nichts daran. Okay, ich möchte das gerne tun. Ändert sich daran irgendwas, daran, was ich würfel, wie ich würfel? Es ändert nichts daran, dass du den Schaden würfelst und dass du... 6! Erstmal. Okay, du hast D6 gehört, ein D6. Du hast jetzt einfach, ja. Du hast einfach eingegeben, dass der dir ein 6 anzeigen soll. Das ist nicht Sinn der Sache. Nein, ich hab ein D6 gewürfelt, da steht Rolling D6. Nee. Ja. Doch! Sicher? So funktioniert das. Das hat das schon die ganze Zeit über funktioniert. Ich hab an der Seite ich erzähle, dass der maximale Schaden gewürfelt wurde. Nee. Auch ich hab mal Glück. Bei mir steht ein. Du steht die 6. Wenn ich das jetzt sage. Bei mir ist das gleiche. Was ist dein Punkt? Das ist die 100. Mhm. Das widerlegt meine Sache. Okay. Ich kenne das Programm. Du hast eine 6 gewürfelt. Um zu erklären, was ich getan habe. Du hast eine 6 gewürfelt. Ich habe. Egal. Ja, wundervoll. Ich habe an der Seite, an der Seite gibt es ja diese Taskleiste da. Da habe ich auf okay, mit meiner Maus über die Würfel gegangen, habe auf die 6 gedrückt. Mit meiner linken Maustaste. Ich habe mich. Das, was da steht. Ich habe mich geirrt. Gut. Du machst dem 6 Schaden. Was erstmal dafür reicht, dass er zu Boden geht. Danke schön. Für diesen Moment. Ich bin noch nicht fertig mit dem. Ja. Dann probieren wir doch mal Wachmann Nummer 2 auch einen auf die Mütze zu geben. Auch mit der Intention, ihn K.O. zu hauen. Dann tut's das. Die Frage ist, wenn ich schlage, ist es auch ein W6? Du musst erstmal dorthin kommen. Er hat auch gesagt, dass er mit rüberkommt. Er schleicht nur. Achso, er kommt dazu. Okay. Ja, ich schleich halt. Nicht. Musst du jetzt also, ja auch nicht mehr. Musst also, du auch rennt. Daneben. Er also, rennt und eben. Du hast daneben. Fantastisch. Ich würde halt. Das ist die Frage, greif ich mit dem Bajonett an oder mit dem Faust? Stab a bitch! Okay. Ich ersteche einen davon. Dann würfel auf. Hast du irgendwas auf Stechen oder so? Ich hab Messer. Okay, dann würfel darauf. Messer ja, und dazu geht auch das Bajonett, macht ein 2W10. Schaden. Hast du geschafft? Ja, hast du geschafft. Ja, klar. Jetzt erwartet es. 9 Schaden. 2D10 machen 9 Schaden. Das ist. Also eigentlich, es ist ja, ich sag mal, du erstichst ihn. Der Schaden sagt eigentlich nein, aber du stehst vor ihm und rammst ihm das Ding in den Bauch. Das ist, ja. Also laut Regelwerk hast du es eigentlich nicht gemacht, aber, der Logik her, hast du es geschafft. Darf ich dem, der jetzt vor mir zu Boden gegangen ist, etwas sehr Grausames antun? Immer. Wenn du meinst. Wundervoll, er ist ja gerade zu Boden gegangen. Ich würde ihn gerne, ich würde einfach nur seinen Kehlkopf reindrücken. Also einmal so klack, dann kann er nicht mehr atmen. Durch einen sehr wohlplatzierten Schlag. Jetzt, wo er vor mir liegt. Dann ist er nämlich weg. Ah ja. Für gut. Oh. Würfel drauf. Soll ich darauf würfeln? Ja, bitte würfel drauf. Was hast du denn auf Kehlkopf? Dies ist ein erfolgreicher Wurf. In Shaolin. Weil das ist Teil davon. Okay, du hast es geschafft. Der Typ ist tot. Sympathisch. So, ich gebe euch mal, dass ihr jetzt hier hineinkommt. Ihr habt die Leute ausgeschaltet. Ihr habt jetzt hier. Ihr kommt jetzt in die Wachkammer Nummer 1. Das ist ein kleiner Raum, in dem so ein bisschen. Neben stehen Schreibtische. Sind unsere Sachen in diesem Raum? Nein. Seine Tür, es gibt zwei Türen, eine. Ist etwas mit einem Schloss in diesem Raum? Es gibt zwei Türen, eine nach hinten, eine in die andere Richtung. Und eine in den Hof, so wo er gerade reinkam. Ich würde den Schreibtisch durchsuchen. Ich probiere Schlüssel. Du findest Papiere.
Ja, was sagen denn die Papiere aus? Habe ich jetzt alles, habe ich jetzt große Texte geschrieben dafür, für diese random Texte, die da drin stehen. Es sind, das war Ironie. Schade. Ich hätte jetzt Texte gehört. Sind Akten über gefangene Nazis, die hier sind. Sind wir auch drin? Ja, nein. Wenn's aktuell. Was für Gefangene? Steht da irgendein Datum auf den Akten drauf? Tatsächlich. Ja, was für ein Datum? Oktober. Da steht das, also auf den meisten davon, also es gibt auch ein paar ältere Akten, auf den älteren Akten stehen so andere Jahre drauf, 43, 44. Die neuesten Akten sind von 1945. Oh. Und wir rennen mit ersten Weltkriegswaffen rum? Naja, die Elite war wahrscheinlich auf dem Hafen. Aber das Datum hättet ihr auch, Engländer in Deutschland, wann, zu welchem Zeit spielt das so in Kiel? Ich habe Geschichtswissen null. Ich weiß also nicht. Es sind Briten. Kiel ist zerbombt. Es sind Engländer da. Ja. Es könnte ja es auch ist nicht, es ist, es ist nicht sein. Es ist nicht 39. Das ist also, sagen wir mal, es ist da. Ja. Nun, mir scheint, Behörden sind nicht erst im 21. Jahrhundert unterfinanziert. Definitiv. Sondern waren das auch schon im Zweiten Weltkrieg. Gut für mich in beiden Fällen. Ihr habt jetzt zwei Türen. Trotzdem, die neuesten Akten sind auch in unserer Zeit. Ihr habt zwei Türen. Was macht ihr? Ein bisschen Rücklauf. Ich frage mich immer noch, wieso hier wir 1945 haben. Ihr habt jetzt zwei Türen. Nun. Ich glaube nicht, dass wir heute noch die Antwort darauf finden. Die Antwort ist hier, wir hinterfragen es nicht. Es ist einfach. Wir haben ja zwei Schlüssel. Funktionieren die auf diese beiden Schlösser? Nein. Was ist in New York? Okay. Willst du eine der Türen, die für dich am kaputtmachbarsten aussieht, bitte einrennen? Ich renne einfach gegen eine der beiden Türen. Sie ich geht auf. Geschafft. Sie geht auf. Ah, scheiße, ich hab's geschafft. Sie waren hier abgeschlossen. Ihr habt nicht versucht, die Türklinke zu drücken. Wir sind auf. Nein, natürlich nicht. Sie sind offen. Die Türen sind offen. Wundervoll. Du rennst gegen die Tür, sie schwingt auf, du rennst durch die Tür durch. Okay, durch welche Tür ist die Frage? Durch welche wolltest du durch? Ja, irgendeine. Ich bin einfach los. Es gibt zwei. Schaut, welche Tür es gibt. Es gibt zwei, entscheide dich. Wir sind die links durchgegangen. Wo links? Das ist die, die nach oben führt. Nach oben führt. Okay, dann kommt ihr genau hier hin. Wir sind in einen Wachraum mit 30 Soldaten reingerannt. Ihr kommt in einen zweiten Wachraum, der ist leer. Ich gebe euch das mal. Und ihr habt weitere zwei Türen, juhu. Schlüssel ja. Probieren. Wenn nicht, einfach mal Türen klicken probieren. Der Schlüssel passt nicht. Ja, sind die Türen offen? Ja, die Tür ist offen. Ihr könnt durchgehen. Wundervoll, dann gehen wir erstmal wieder weiter nach oben. Nach oben. Dann kommt ihr hier rein. In einen langen Gang. Und am Ende des Ganges geht's nach links in einen weiteren Gang oder nach rechts zu einer Tür. Wir probieren mal rechts die Tür. Die ist verschlossen. Ja. Schlüssel probieren. Beide. Ja, einer davon passt. Wundervoll. Die Tür geht auf. Ihr seid in einer Art großer Lager. Sind unsere Sachen da drin? Da sind Regale voller Akten, voller Papiere, voller Zeugs. Also hauptsächlich Aktenschränke. Ich denke mal, ihr schaut euch ein bisschen besser um hier. Korrekt.
Ja. Und ihr seht in die Ecke, in der Ecke hinter einem Aktenschrank versteckt eine Kiste, auf der eure Klamotten liegen. Liegen da auch unsere Waffen? Also steht da so ein Speer in der Ecke? In der Tat. In der Kiste. In der Kiste liegt euer Inventar, wurde in die Kiste gestopft und auf der Kiste. Der Speer ist in der Kiste? Nein, das ist neben der Kiste. Als allererstes gehe ich in mein Notizbuch. Ja, gleichfalls. Ihr könnt euer Zeugs wieder nehmen. Wundervoll. Ich habe wieder eine Klangschale aus Messing. Ich nehme meinen Flachmann mit einer Hose. Ich nehme meinen Flachmann mit Alkohol und nehme einen sehr tiefen und sehr langen Schluck daraus. Das kannst du machen. Beim Schädel zu reden. Du bist alle ganz normal. Ich zeichne wieder mein Notizbuch mit meinem roten Buntstift. Ah ja. Aber warte, wir haben jetzt ja Alkohol, ich habe ein Messer. Ich würde doch mal Wundversorgung bei dem guten Mann machen. Also Überlebenstechnik. Aka die Kugel rausholen und Versorgung und. Die Kugel rausholen kannst du, weiß ich nicht, aber. Nein. Okay, kannst du nicht. Wer ist jetzt wieder aus dem Discord-Weiß verschwunden? Niemand. Das hat aber gebingt. Ja, das war die Seite. Aha, fantastisch. Das war das Full-20-Geräusch, ja. Ich sehe, auf der Karte ist da noch so eine Art Fenster oder so abgebildet. Auf der unteren Seite des Dings, ist es ein Fenster oder eine Tür? Unten, hinter dem Schrank oder was? Das, ja. Da oben. Das Ding. Nein, ich meine das untere. Achso, ja, das untere. Ich kriege da Schnupfen. Dann das Ding. Das genau. Ding dort. Das ist hinter einem Schrank. Hier, das ist ein Fenster. Und wofür das hin? Kann man da durchsehen? Du kannst gerne durchgucken. Und was sehe ich? Du siehst Folgendes. Das hier. Es ist eine Art Pausenraum. Ist da. Wundervoll, don't care. Ich guck mal, ob in diesem Raum irgendwo ein Erste-Hilfe-Kasten ist. Ja. In dem Lager, wo ihr gerade seid, nein. Dann gehe ich zurück in den Raum mit dem Schreibtisch im Büro und gucke da, ob da irgendwo ein Erste-Hilfe-Kasten oder ein guter Schnaps rumsteht. Ein guter Schnaps, ja, ein Erste-Hilfe-Kasten, nein. Gut, den guten Schnaps packe ich ein. Geh zurück zur Gruppe. Wir haben noch einen Raum auf der anderen Seite, von dem wir noch nicht wissen, was da drin ist. Ich habe noch zwei Räume, von denen man nicht wisst, was da drin ist. Ja, das eine ist die Wachkammer, die wir gerade reingeschaut haben. Aber ja, die haben wir noch nicht gesucht. Wir haben doch noch... Okay, dann habt ihr drei Räume, von denen ihr nicht wisst, was das ist. Ihr habt noch einen Gang. Ja. Wie wär's, wenn wir jetzt einfach abhauen und versuchen, irgendwie wieder in unsere Zeitlinie zu kommen? Ich stimme dem vollkommen zu. Wollen wir der Frau wieder zuhören? Wollt ihr erstmal... Wir gehen, wir können aber ihre Zelle vielleicht aufmachen. Wollt ihr erstmal heilen oder wollt ihr das nicht machen? Wie wollen wir denn heilen, wenn wir kein... Ich meine, diese Wunderversorgung von Wozniak, das habt ihr noch nicht aktiv getan. Ja, also ich hab's probiert, bin gescheitert. Darf ich davon probieren, oder? Mit dem Schnaps, den du gefunden hast, kannst du es nochmal versuchen, gebe ich dir. Gut. Es ist gut geschafft. Ah, ja. Dann... Das brennt jetzt kurz großer. Brennt jetzt. Gib den Alkohol drüber. Du kriegst wieder 10. Es hat dir was gebracht. Und gib den Alkohol ihm dann in drück in deine Hand. Nimm einen Schluck. Ist gut für die Nerven. Ich mag kein Alkohol. Das kam jetzt unerwartet. Dein Land ist nicht stolz auf dich. Das ist schlecht für die Muskeln. So, was wollt ihr tun? Nun, wir gehen den Gang entlang. Den Flur. Den Gang hier entlang. Sekunde. Also das sage ich zumindest, weil das fühlt sich gerade nach Ausweg an. Der hier? Irgendwie.
Wobei, wir sind im dritten Stock. Ja. Du weißt den Gang hier. Ja. Sag mal, Jungs, wie wär's, wenn wir nicht durch eine Haupteingang rutschen, sondern, keine Ahnung, irgendwo durch ein, im ersten Stock durch ein Fenster und dann woanders lang? Sympathisch. Oder wieder durch das gleiche Fenster, wo wir durch... Zellen zusammen sammeln und einen großen Fallschirm bauen. Der hält mich nicht. Ja, aber was? Warum? Da ist eine rote Tür. Was ist mit dieser roten Tür? Können wir die öffnen? Die ist verschlossen. Haben wir einen Schlüssel dafür? Wir haben zwei. Passt einer. Er passt nicht. Wir haben ja noch... Wir haben auch noch einen großen Schlüssel. Nein, wir haben doch noch die Gewehre mit Bajonett, die können wir doch mal zum Hebeln benutzen. Oh, ich glaube, das hilft mir beim Einbrechen. Wem von den Gefallenen ein Bajonett nehmen, damit ich auch mal was tun kann. Darf ich das Bajonett nehmen, um besser einbrechen zu können? Kannst du machen. Wie viel Bonus kriege ich? Gar keinen. Ja. Oh. Obwohl. Hab's eh geschafft. So muss das sein. Die Tür geht auf. Wundervoll. Hier spare ich mal die Leute, die da drunten sind, aber ihr Endboss. Endboss, ja. Nee, da waren Wachen für vorgesehen, aber egal. Ich bin der Endboss. Ihr. Nee, das sind einfach nur Vorseherwache, aber die sind alle. Die habt ihr am Hafen umgebracht. Ja! Es hat doch was gemacht. Das sind die letzten Engländer. Ihr seid haben jetzt. Alle Engländer getötet. Ihr seid jetzt in sowas wie einem. Ihr seid jetzt in sowas wie einem Überwachungsraum, wo ihr habt dort. Da sind Fenster drin, damit habt ihr quasi so, das ist so der Kontrollraum, worüber ihr. Nee, ohne Kameras, aber ihr könnt, da sind große Fenster, aus dem ihr einen Blick auf die ganze Anlage habt. Gibt es eine Art Funkanlage? Ich würde gerne einen Funkspruch absetzen. Meinetwegen. Es gibt bestimmt Lautsprecher. Ja! Es gibt eine Funkanlage, die mit den Lautsprechern verbunden ist. Gut. Styx nutzt diese Anlage und verkündet, dass die Situation sich beruhigt hat und die Flüchtigen festgesetzt und neutralisiert wurden. Würfel drauf. Sie werden was ist das? Überzeugen. Überzeugen? Es gibt Lügen. Habe ich beides gleiche drauf. Geschafft. Sie werden morgen standrechtlich um 9 Uhr erschossen. Alle sind überzeugt. Die Wachen sind beruhigt. Jubeln. Alle, die noch da sind. Es ist auch eine blecherne Anlage. Ich glaube, da klingt eh jede Stimme gleich. Ja. Da klingt jede Stimme ein bisschen nach. Es ist 22 Uhr, wenn wir wieder eine Pause machen. Ja, auf jeden Fall. Aber warte, wir können auch was machen. Ich weiß, was du machen wolltest. Deswegen könnt ihr das gerne noch machen. Danach bietet sich eine Pause an. Seit okay. Wann weißt du, was wir machen wollen? Nein. Ich weiß nicht, was wir machen wollen. Aber ihr hattet doch gerade gesagt, dass ihr raus wollt. Korrekt. Tja. Versucht das doch vielleicht mal. Dass wir raus wollen, ist mehr so ein allgemeines Konzept. Ich würde sowohl Harold als auch Styx angucken, würde ihnen sagen, ja, zieht euch doch so ein paar Wachuniformen an, dann eskortieren wir hier unseren guten Voice-Tag durchs Haupteingang raus als Wachen. Wir verlegen den... Interessantes Konzept. wir verlegen den Guten woanders hin. Der hat uns so überzeugt, den nehmen wir woanders hin mit. Uff. Okay, guter Plan, ehrlich gesagt. Komm. Ich stimme dem. Wir suchen die am wenigsten blutigen Uniform, also die von den Niedergeschlagenen. Genau. Und ziehen sie an. Ich möchte anmerken, haben die irgendwie Rucksäcke? Gibt es hier irgendwo Rucksäcke? Also außer die wir dabei hatten? Nö. Wundervoll. Das heißt, es sieht ein bisschen awkward aus bei Styx, denn Styx zieht zwar die Robe aus, packt sie danach aber in deren Rucksack rein, sodass der jetzt wirklich, wirklich voll ist.
Nur damit wir es wissen, was steht denn auf unseren Uniformen drauf, damit wir uns auch ausweisen können? Denkt euch was aus. Sekunde. Wir heißen alle John. Wir heißen alle John McGee. Das ist John, das ist Johnny und das ist Joanna. Joanna. Kannst du bitte auch nicht sagen, wie du Joanna sagst? Ja, nein. Okay. Auf euren. Und das ist Jonathan. Auf euren Namen, da stehen Namen Smith, O'Kelly, Williams und Welsh. Ich bin Williams. O'Kelly. Ich bin Wozniak. Ja. Tatsächlich. Ich nehme das, was übrig bleibt. Ja, Styx hat, sofern sie gepasst hat, die Uniform von der Wache genommen, deren den Kehlkopf eingedrückt hat. Ja. Darfst du haben. Was? Die ist nicht blutig. Darfst du haben. Praktisch. Auf geht's. Okay, wir gehen. Ja. Ihr versucht es zumindest. Wir verlegen Wozniak. Als wir dann versuchen zu gehen. Er war zu gefährlich. Sag mal, Jungs, wollen wir noch auch bekannt irgendwie weiterhelfen, oder? Also, wir gehen jetzt. Weiterhelfen? Nee, sie meinte eigentlich. Sollten wir? Also, sie meinte ja, dass sie sitzt hier offensichtlich fest. Wir können gerne versuchen, ihre Zelle aufzumachen. Als Gäste. Also, als. Nee, jetzt hier mal. Also, als ihr. Dass es selbst rauskommt, aber irgendwie. Ja, da kommt die klar. Dann gehen wir jetzt. Also, als ihr in den Innenhof kommt und auf den Haupteingang die Richtung geht, seht ihr aus dem Schatten, stand dort wie eine Statue, deswegen ist euch nicht aufgefallen, seht ihr auf einmal eine riesige Gestalt hervortreten. Also noch dreimal größer als Wozniak. Wozniak wirft wie ein Zwerg davor. Ihr seht eine monströse Gestalt vor euch. Die haben ein Monster gezüchtet. Da steht ein Mann, das ist also Wozniak geht dem wirklich bis zur Hüfte. Das ist der Typ. 200% Muskeln, steht vor euch unversperrt durch den Weg und. Der kriegt sowas von einem Speerschnitt in die Achillessehne! Willst du es versuchen? Also nur damit wir es verstehen, du hast uns da gerade einen 4-Meter-Mann vor die. So ungefähr. Wozniak trägt wieder Kevlar. Stimmt. Ja. Das? Stimmt. Ich will ihm wirklich die Schienbeine. Ihr dürft. Einer. Einer von euch darf jetzt eine Aktion tun. Ich schieße. Mit seinem Trommelgewehr. Ja. Das ist die effektivste Aktion, die es gibt. Die Frage ist, wie viel Schuss habe ich noch mit dem Trommelgewehr? Du hast noch ein ganzes Magazin nicht verschossen. Ja, stimmt. Du hast dein ganzes Magazin verschossen. Auf der. Er hat zwei. Er hat zwei. Eins benutzt. Er ist dann müde geworden. Er würde treffen. Die Frage ist jetzt, was mache ich jetzt als Schaden? Wie viele Kugeln verschießt du, wenn es ein Trommelgewehr ist? Wie viele Kugeln wirst du verschwenden? Ich meine, es ist ein. Nimm. 4 Meter, fünf. Mann. Nimm 10. Ach, 5 ist okay. 10. Also für so einen Bruchteil einer Sekunde zu lang abgedrückt. 10. Das heißt, soll ich jetzt den, statt 8, den 10... 80 D10! 80 D10! Ja, let's okay, go! Das lädt jetzt ein bisschen. Yay! 64! Das ist viel. das scheint dir, also der, er geht kurz zu Boden, ihn scheint viele Schüsse getroffen zu haben. Ja. Nee, Moment. Er richtet
Er richtet sich aus irgendwelchem Grund. Sobald er zu Boden geht, möchte ich ihm in den Hals stechen. Er richtet sich. Er richtet sich wieder auf und er nimmt euch. Er packt euch mit einem Griff und. Uns alle. Ja. Uns alle. Aber wie viele Arme hat der? Er schlägt euch einer nach dem anderen bewusstlos. Hä? Und zählt euch bewusst, dass es da. Darf ich nicht kontern? Mal versuchen, ich bin scheiße gut im Ausweichen. Er ist auch kontern. Nein, dürft ihr nicht. Er ist ungefähr Hulk. Und auch dem Hulk kann man ausweichen. Auf den Hulk kann man besiegen. Nein, ihr schafft es. Akzeptiert es. Ihr schafft es nicht. Der Typ ist. Das ist Plot, er hat jetzt unser Armor, weil seine Faust ist stärker als ihr. Okay, dann sind wir K.O. geschlagen. Und was passiert jetzt? Jetzt passiert erstmal eine Pause. Genau das. Genau das. Danke dafür. Willkommen zurück in der Zelle. Und wir machen erstmal eine Pause. Frage, haben wir unser Zeug wieder verloren? Ja. Und wir machen erstmal eine Pause. Bis gleich.